Ist doch genug klappen, oder? Was? Dein Ernst jetzt? Mäusefreunde und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Wir haben ja letztes Mal einiges auf Portemonnaie gemacht, wir haben sehr viele Schatzkarten, das eine oder andere Herzteil erhalten. Und ich würde tatsächlich gerne heute, am liebsten sofort, am liebsten wäre schon direkt beim Augengriff gewesen, jetzt beim ersten, die Augengriffe in Angriff nehmen, weil ich glaube, wir haben jetzt ziemlich alle Karten, bis auf eine, glaube ich. Ich glaube, das ein Augengriff dürfte noch fehlen. Also ich meine, es ist das, außer das ist das ein Augengriff. Irgendein Griff fehlt auf jeden Fall, das weiß ich jetzt schon. Könnte auch der 3 Augengriff sein, oder? Warte mal. Machen wir denn hier noch Riffe? Das muss ich erstmal aufmachen hier. Genau, könnte auch das 3 Augengriff sein. Ich würde sogar sagen, ist das. Warte mal, ein Augengriff, wollen wir das. 5 haben wir schon. 2 Augen kann es nicht sein, dann ist das nämlich falsch gedreht. Nee, nee, das ist der 3 Augengriff tatsächlich. Okay. Das hier wird bestimmt das 4 Augengriff sein, das war genau hier oben. Kommt auch hin mit der Ecke, nämlich dass unten rechts zu ist, ne, zum Beispiel. Und das wird das 2 Augengriff sein. Ja, und ne, dann haben wir ja quasi alle bis aufs 1 Augengriff. Ich glaube, das 1 Augengriff haben wir wirklich mal nicht. Kann natürlich sein, dass es auf einem der Riffe ist. Wir kriegen ja da wahrscheinlich eh wieder eine Schatzkarte. So, bevor wir jetzt aufbrechen, würde ich gerne, ihr seht schon, ich habe die Kamera geleert, ich war bei Nintendo einmal. Muss noch ein paar Fotos machen. Ich würde auch gerne mit den Hafenleuten hier sprechen. Weil die habe ich euch noch nie angelagert gefühlt. Ich liebe das mal ja wirklich, aber ein kleiner Landurlaub hier in der Stadt ist doch auch immer wieder schön. Jedes Mal, wenn ich nach einiger Zeit dieses Tor sehe, da packe ich so ein Gefühl von Vertrautheit und Heimat. Hier wieder daheim, könnte ich dann vor lauter Freude hinausschreien. Genau, dann nehmen wir noch so ein paar Fotos mit und so. Dreh ich mal um. Hey, Junge, den Seemann mit mehr Ahnung als mich wirst du so schnell nicht treffen. Also frag mich euch alles, was du wissen willst. Mancher mag mir das vielleicht als Charakterschwäche auslegen, aber meine Lorne wächst mit der Windrichtung. Jedenfalls solltest du mich ruhig mal des Öfteren ansprechen. Was? Meine Laune. In welche Richtung ist gerade der Wind gedreht? Einmal ändern. Das finde ich gerade interessant irgendwie. Ich weiß nicht, da hat der doch irgendwas für uns. Vielleicht schickt der uns da was. Wenn die Richtung stimmt. Der hat ja quasi nach Süden, Südwesten geguckt, ne? Zumindest. Ja, eher nach Süden. Ursprünglich. Weit, weit im Süden von hier soll es die Insel namens Vierninsel geben. Ich denke, dass die Stehschubs eine einzige Eisscholle sein soll. Ein sanghafter Schatz soll da schlummern, das heißt, jeder sieht man schon von klein auf. Was? Dass du dieses Artefakt bereits geholt? Ich fasse es nicht. Okay, der erzählt uns sowas von der Insel, die da in der Richtung liegen, oder wie? Okay. Ich glaube, der Typ hier, der sieht ja selber aus wie so ein Schwein, ne? Ich glaube, dem muss ich was geben, oder irgendwie. Oder er hat ein Minispiel für uns oder so. Der hat auf jeden Fall auch ein schönes Gebiss, muss ich sagen. Schön Überbiss, ne? Kann man sagen. So, das Foto haben wir. Ich habe mir kürzlich ein paar Schweine gekauft, ganze 3 um genau zu sein. Dann auch noch diese seltenen schwarz gefleckten. Natürlich brauchen die viel Auslauf, um auch was von der guten Meeresluft zu haben, aber da macht man sich dann schon seine Sorgen um die Kleinen. Ich will mich irgendwas geben? Hat doch eigentlich was für mich. Was könnte ich denn mit geben? Ritter, waren es die Totkopfketten? Ich meine, die brauche ich noch für den Vater eigentlich oben von Dolores, glaube ich, hieß die. Oder Felicitas, eine von den beiden halt, ne? Aber wolltest du die nicht auch haben? Aber das ist doch eine Totenkopfkette. Wie wusstest du, dass ich die sammle? Für die kriegt man beim Antiquitätenhändler ein halbes Vermögen, womit wir vielleicht beim Thema wären. Du kannst mir nicht zufällig 3 davon abtreten. Ich lasse dich auch ein spaßiges Spielchen spielen. Klar, gerne doch. Am besten Dank, die kommen mir gerade recht. Also, ich hatte dir ein spaßiges Spielchen versprochen. Mach dich also bereit für eine Runde. Schweinealarm! Meine 3 Schweinchen sind gerade irgendwo hier auf Auslauf und deine Aufgabe ist es, innerhalb von 2 Minuten alle 3 zu bringen. Was du das schaffst, bekommst du eine feine Belohnung von mir. Bist du bereit? Natürlich. Nun, du hast genau 2 Minuten. Mach die Start klar. Und los! Sind die alle hier unten sogar, die Schweine? Ah ne, alles ist glaube ich irgendwo versteckt, ne? Die Mädels muss ich auch noch fotografieren. Nein, Mann! Verpiss dich doch, Mädel, ehrlich! Ich würde das scheiß Schwein aufheben. Nein, was? Nein, ich krieg kein Geld von mir. Alter, wollen die mich verarschen? Wie soll ich noch von denen weggehen? Na, hier sind 2 Schweine schon mal. Hallo? Ach, hätte ich das ablegen müssen, oder das Schwein? Vor ihm? Da kann ich ihn doch ansprechen mit Schwein auf dem Arm? Da kriegst du mich nicht. So, ich muss echt ablegen.
Danke, dass du mir in die Arme läufst. Letzte jetzt hier unter was da hinten auf hinter dem Bombenladen. Das hat letzte Schwein, scheiße. Irgendwo rumlaufen eigentlich, oder nicht? Da, ne, das habe ich gerade abgegeben, ne? Ich werde es wahrscheinlich jetzt nicht schaffen, egal. Da fliege ich jetzt einmal rüber. Ich guck mich. Ich meine, das Schwein war dahinter, hinter dem Bombenladen, aber. Ich habe mich wieder nicht. Das ist das Ding. Nee, stimmt, hier war es versteckt von einem der Strölche, ne? Was ist das Schwein hier hinter? Wo ist diese dumme Sau, jetzt mal ehrlich? Soll ich jetzt mal nicht A drücken, wenn die da daneben stehen, bitte? Irgendwo hier oben? Ah, hier. Nein, weg mit dem Schwert, Junge. Na, stopp. Langsam. Hey! Kann ich ins Wasser bitte, danke. Gib's doch jetzt auf, mein Junge, ehrlich. Wahrscheinlich war ich jetzt zu langsam, ne? Weil ich da hinten nochmal rum bin und dann da hoch nur herkomm. Es ist dann so. Du hast bei 3 gebracht, gratuliere, du hast ganz klar gewonnen. Wie hast du dir wirklich verdient? Streck deine Hand aus. Noch eine Schatzkarte, okay. Nochmal klar Zusatz zum letzten Mal. Aber ich kann es kaum glauben, dass du mir meine schlauen Schweinchen alle schnappen konntest. Beim nächsten Mal wirst du nicht mehr so viel kommen, merkt ihr das? Okay, Freunde, damit breche ich jetzt auf. Zu den Augengriffen. Ich würde sagen, ich fange hier oben an. Mit der Begründung, dass ich da halt. Ich habe eh 5 und 6 schon gemacht. Ich habe die Karte vom einen Augengriff scheinbar noch nicht. Dann fange ich einfach an, gehe jetzt von 4 runter. 4, 3, 2, 1, ne? Also, außer wir kriegen vorher das Augen. Wo ist denn das Schiff? Da hinten. Ich bin gerade angefahren, ja, das stimmt ja. Ich bin einfach baden gegangen, alles klar, die blöden Viecher. Gut, hier ist auf 4 Augengriff wieder auf jeden Fall, Leute. So, meine Freunde, da sind wir doch schon, da sehen wir auch schon den Schatz. Ich muss aber jetzt, glaube ich, auch noch einmal rumfahren, ne? Ich da reinkomme. Shit. Spät die Fässer gesehen. Dummerweise. Ich habe schon den Lichtstrahl gesehen, ne? Da hinten, da ist er. Da sieht noch die Spitze da jetzt gerade, ne? Und Leute, ich will kurz mal ruhig mal ein bisschen entgegenkommen, ehrlich. Weißt du, ist schon ein lebendiges Schiff, aber. Nicht einen Meter bewegen, weißt du? Was ist denn hier los bei dem Griff jetzt mal ehrlich? Ich werde euch die Taktik fahren, die ich letztes Mal auch gefahren bin. Beim 6-Augengriff, glaube ich, war es. Genau, ich fahre jetzt erstmal alles hier kaputt, ganz ehrlich. Bringt ja nichts. Treffer. Und versenkt. Ne, oh. Jetzt versenkt, okay. Oh, ist hinter mir her, der Sack. Der Lümmel. Oh, weg ist er. Das Ding schießt mich auch da hinten ab. Hier aufpassen. Ein bisschen gefährlich hier. Reicht das? Das reicht, jawohl. Das nicht. Oder das? Und das auch, ne? Yes. Das war's schon. Und da müssen wir jetzt, glaube ich, ganz rum einmal. Ich glaube, ich komme nicht von da hinten, wo der ein bisschen erhöht ist. Da rum. Erstmal holen wir uns den Schatz hier, glaube ich. Warte, wo ist denn die Karte hier? Die haben wir noch gerade offen. Achso, erstmal bestimmt Karte 42 öffnen. Das ist. Die C4-Insel oder die Terra. Ne, die C4-Insel ist es. Ja. Okay. Jetzt die vom 4-Angriff raussuchen. Da, dieses, ne? Ja, da sind wir doch auf der Karte drauf schon. Mit dem Schädel. So, wir haben da aber gerade nicht den richtigen Schatz gehabt, sondern den diesen Leuchtzirkel nur. Oder wie auch immer man die nennt, die Sachen. Den schimmernden Kreis da. Die Fische nicht mal immer Leuchtzirkel gesagt oder so? Ich glaube, irgendwo kam der Begriff schon mal vor. Was haben wir hier? Schönes drin. Ich hoffe, was Wichtiges. Die große Feenkarte haben wir gefunden. Sie zeigt dir, wo sich die Feenkönigin und die großen Feen aufhalten. Ja, ich glaube, die brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, die haben wir schon alle abgegrast. Vielleicht ganz ehrlich. Schauen wir mal kurz rein. Ja, das würde ich zumindest mal gesehen haben. Ja, Präludien, dann neben der Terra-Insel. Da das südliche Feenkordial, Dornarm, östlich, nördlich. Ah, ja, nee, das war ein Griff da unten mit dem Octalus. Das war dann hier links daneben noch. Also rechts neben Link, meine ich. Links daneben. Und da ist, glaube ich, ein Feenkordial. Warte mal. Achso, die Feenkönigin, ja, natürlich. Mutron-Kind-Insel, klar, logisch. So, dann holen wir uns doch die Truhe da oben. Weil ich schon vermute, dass da oben noch ein. Vielleicht noch eine Schatzkarte drin ist.
Weil ganz ehrlich, weil jetzt hier eh nichts passiert, glaube ich jetzt aber und hol mir einfach die Karte, ganz ehrlich. Ist jetzt nicht vor Belang hier. Ja, ich denke, von dir komme ich rüber. Einmal Wind ändern. Ich gehe in die falsche Richtung, ne? Ich nie mehr hinkommen sonst. So, Dekula schon ausgerüstet und rüber. Ist doch genau klappen, oder? Was? Dein Ernst jetzt? Jetzt soll die Windrichtung halt ein bisschen anpassen, ne, damit das klappt. Geht doch. Anstelle jetzt vom Ostwind, also ne, Westwind, glaube ich, ne? Ich glaube davon, wo der herkommt, ne? Also geht jetzt nach Nordosten der Wind, sagen wir mal lieber so, ne? Für euch dann so, ne? Also, so nach oben. So, da haben wir eine Schatzkarte, eine neue. Schauen wir mal rein, welches ist. Schatzkarte Nummer 19 und ich hoffe, es ist das Einaugengriff drauf. Leider nicht, das dürfte der Flugplatz sein, ne? Ja, definitiv der Flugplatz. Okay, dann halt nicht. So, da Leute, dann gehe ich jetzt zum neuen zurück und dann sehen wir uns bei dem Dreiaugengriff wieder. So, meine Freunde, da sind wir. Da hinten ist schon ein Schatz. Ich habe jetzt direkt Kurs drauf genommen. Tatsächlich ist die eine Karte, die wir haben, die Karte Nummer 38, das Dreiaugengriff. Und ich werde jetzt hier alle Viecher wieder besiegen, auch außerhalb vom Griff. Erst durch mir jetzt den Schutz, komm. Wenn es schon auf dem Weg liegt. Wahrscheinlich ist das auch das Wichtige, was wir. Ach, wobei der. Ja, es gibt wahrscheinlich wieder eine Truhe geben auf der Insel. Weil alles erledigt ist, ne? Ein Herzteil, jawohl. Okay, war echt wichtig. Boom. Boom. Hab's hier schon, mein Freund. Oh, rübergeschossen. Der ist weg. Der Kollege. Hat noch irgendwo ein Boot. Mal kurz irgendwie wegmachen. So. Da ist ein Boot, ein Kanonenboot. Wird's ja gefährlicher, oder? Aber die Dinger sind treffsicherer da oben, ne? Die an den Wänden. So, das ist weg. Blöde ist, ich kann halt nicht richtig lenken, ne? So. Da haben wir noch eins. Kaputt. War hier nicht gerade auch noch eins an der Wand? Ich glaube da oben. Wow, er hat mich gesehen. Oh, da ist auch noch eins. Treffer, oder? Yes. Und boom. Das war's. Jetzt weiß ich halt nur nicht, ob das Kanonenboot außerhalb der Insel auch getroffen werden muss. Ich nehme es mal an. Notiere halt gleich Prozedere wie eben. Es wird gerade Tag, aber ich werde jetzt einfach schnell einmal rumgehen und dann den Schatz holen, ne? So, das dürfte doch hier die höchste Stelle sein, von der wir aus auch bestimmt darüber müssen, ne? Mal gucken, ob das so klappt. Diesmal dürfte es aber komplett Osten sein, also. Ja, vielleicht doch wieder Südosten. Ich versuche es aber von hier so. Ja, klappt schon. Passt schon. Eindeutig. Viel einfacher als eben. So, was haben wir hier Schönes drin noch? Wahrscheinlich eine Schatzkarte. Ich glaube, da war immer eine Schatzkarte drin, oder? Auf den Riffen. Kann das sein? Ja, ist auf jeden Fall Schatzkarte, ja. So, welche Nummer haben wir denn jetzt hier geborgen? Oder bekommen? Karte Nummer 32. Welche Insel ist das denn? Ja, die können wir ja gar nicht ändern. Ah, das Nordrodrom. Da müssen wir sowieso nochmal hin. Für ein Foto. Sehr gut. War vielleicht in der Schatzkarte das wichtige Item, was ich haben wollte die ganze Zeit? Naja, muss ich nachgucken dann. Aber Leute, nach dem Dreiaugengriff kommt in dem Fall der Zweiaugengriff. Ich fliege jetzt mal eben zum neuen zurück und dann sehen wir uns auch beim Zweiaugengriff wieder. So, meine Freunde, sind wir schon in der Kachel. Den feuern wir jetzt erstmal hier weg direkt, den Kollegen. Getroffen. Mist, getroffen, jawohl. Ach, Schifffahrtsspiel macht so Spaß mit dem Spiel, ne, ehrlich. Der Schatz müsste irgendwo drin liegen. Warte, der schaut auch mich. Oh, sind noch zwei Kanonenboote, scheiße. Da hat er gut getroffen. Geht komischerweise wieder mit dem Denken. Gießen gerade nicht. So gut. Ich hab vergessen zu drücken oder was ganze Zeit?
So, ja, ich habe nicht richtig reingelegt, glaube ich, immer dann später. Ist auch noch was an dem Ding dran? Da wird schon noch viel schießen, wenn da noch was ist, ne? Da ist noch was drauf. Ist der Schatz? Bin ich, glaube ich, gerade drüber vorbei. Ist kaputt. Oh, da ist noch was. Das war's. Okay, perfekt. Den holen wir gleich. Erst den Schatz bergen. Der hier noch im Meer schlummert. Oh, hoppla. Weil gerade nur die Kanone wegpacken, ehrlich gesagt. Oh, da war's, ne? Ich hab's ja gerade gehört. Hier sieht man's auch nochmal. Schön. Achso, unten links seht ihr es, ne? Und die hört man zwar. Eindeutig. Was haben wir jetzt hier Schönes drin? Ich bin gespannt. Weil so blöde Sachen werfen die gar nicht ab, die Schätze bei den Augengriffen. Als vierte Herzteil wieder. Damit fehlen noch drei Herzen. Gar nicht wissen, welche Herzteile ich bisher schon wieder übersehen habe. Da muss ich bestimmt nochmal einige Inseln nochmal neu ansteuern. Aber jetzt tun wir es erstmal. Komm, nee, da schneide ich jetzt nicht. Da gehe ich jetzt so hinkommen. Da die Höchststelle habe ich gerade schon gesehen. Alles klar. Nein, für diesen Sprung nutze ich schon wieder, da ich nicht schneide. Also für euch zumindest. Na genau, ich werde einfach von da dahin fliegen, von hier oben jetzt. Ich glaube, von da hinten könnte klappen, ist aber schon, glaube ich, knapp. So, ein schöner hingucken, genau, Link, danke. Ich glaube, ich mache so ein bisschen Südwest, oder? Richtung Südwest, ja, passt schon. Müsste so klappen. Ne? Und ab die Post. Und da sind wir schon. Wunderbar, da fehlt ja nur noch ein Riff. Da haben wir die Schätze noch nicht. Ich hoffe, der ist auf der Insel. Ansonsten muss ich ja nochmal hin. Aber da ist ja dann halb so wild. Oder hier ist der. Oder das ist die Karte. Natürlich kann auch sein, ne? Hätte ich jetzt voll vergessen. Gucken wir doch mal direkt nach. Das ist Schatzkarte Nummer 13 gewesen. Und das ist nicht das Einaugengriff. Schade. Was ist das denn? Ist es nicht? Ah, Isla Rabunzler. Wo wir doch ein 2-Force später gefunden haben, ne? Okay. Da auch nochmal ein. Stimmt, scheiße, habe ich gar nicht mehr gedacht. So, auf zum Einaugengriff, meine Freunde. Oh Gott, das war scheiße mit diesem ganzen Killer-Onos. Ich glaube, ich muss nicht auch noch alle killen. Das ist ja kacke, ey. Komm ich da überhaupt rein in das Scheißgriff? Von welcher Seite? Ja, muss ich das Boot da wohl. Also bewacht aber auch immer so ein Boot den Eingang, kann das sein? Piss dich, du Scheißvieh. Au. Welche schon von außen geschossen oder was? Ja, der hat mich von außen getroffen, der Sack. Scheiß Boot da hinten. Ach so, warte mal. Jetzt verstehe ich das gerade, wie ich das die steuere. Wenn ich R drücke, dann lenke ich mit. Also sobald ich R loslasse, dann lenkt er nur auf die Kanone. Das war das Ding gerade. Shit, den nochmal abschießen. Das ist auch noch einer, oder? Ja. Die hab ich jetzt schon getroffen. So, jetzt pass auf, ich dreh mich nur, zack, bumm. Nun halt scheiß gedreht, ne? Das ist eine coole Steuerung, würde ich sagen. Oh, da ist noch ein, ich wollte sagen, scheiße, ich hab eine. Muss die Killer und uns echt besiegen, scheiße, Mann. Ne, muss ich zum Glück nicht, sehr gut. Boah, wichtig. Hab ich jetzt gar keinen Bock drauf gehabt, sag ich euch ehrlich. So, da fliege ich jetzt auch nochmal eben hin und dann. Oh, ist doch schon oh. Ja, hier ist ganz wild. Achso, hier sind wir schon. Ja, dann haben wir es geschafft hier so gut wie, ne? Von hier könnte noch eine gute Stelle sein, ne? Dahin zu fliegen. Würde ich doch sagen. Sag immer, ich sehe uns an der Kiste, aber ich würde euch immer noch zeigen, wie man hinkommt am besten, ne? Natürlich. Das ist auf jeden Fall die höchste Stelle am Riff, sagen wir mal so. Wenn von hier aus nicht da hinkommen, weiß ich auch nicht von wo aus. Vielleicht von da, aber von da kurz auch klappen. Von der Seite, ja doch. Schon. Aber ich kürze quasi immer, ich fliege immer von der Stange quasi da so rüber. Könnte auch ganz gut machen. Ja, vielleicht auch einmal zeigen sollen. Indem man den Wind richtig dreht, ne? Und dann könnte ein bisschen abkürzen, müssen wir nicht ganz rumlaufen. So, da war noch eine Schatzkarte, super.
Ich hoffe, es ist das Einohrengriff, ne? Ohne Witz. Direkt mal reingucken. Schatzkarte Nummer 21 ist es und es ist das Augengriff. Als ob. Er muss ja, ne? Ich habe ja sonst keins mehr offen. Na, guck mal, da sieht man es jetzt auch, den Lichtstrahl. Warte, ich geh nur mal kurz zurück. Da ist er. So, zum Neuen komme ich aber so, oder? Hoffe ich jetzt mal. Werden wir ihn doch direkt. Das ist krass. Das ist ja jetzt echt ein Zufall. Als ob echt der letzte, also jetzt in dem Fall unser letztes Augengriff auch die Karte für das letzte Riff hat. Ich meine, es wäre egal gewesen. Ich hätte auch damals schon direkt machen können, als erstes. Als ich hier war dann. Also, weil ich direkt hier war. Und dann hätte ich auch direkt wählen können, so. Ein bisschen schneller dürfen wir schon fahren. So, da bin ich auf der Karte zu sehen und hier ist der Schatz. Wie unschwer, ne, wie schwer zu überhören ist. So, was haben wir hier Schönes drin? Also, vielleicht wieder ein Herzteil. Kann das natürlich, ich hatte mir zwei Herzteile dabei, ne? Von den vier Inseln heute. Einmal die große Feenkarte, genau. Das ist die Leuchtzirkelkarte. Gut, die wird auch nicht wichtig sein, sag ich jetzt mal. Da kennst du die Position aller Leuchtkreise, die bei Vollmond an der Meeresoberfläche zu sehen sind. Aber nur bei Vollmond. Das ist scheiße. Aber wir gucken uns die Karte trotzdem natürlich an. Ich kenne natürlich schon, was dabei gedacht hat. Also, außer da steht jetzt irgendwo mit einem Herzteil was, ne? Da muss ich mir ja sogar holen. Weiß ich jetzt gar nicht. Tendenziell, das sind fünf Inseln, ne? Bei Vollmond. Das könnte tendenziell sogar doch wichtig sein. Sind das alles, alle drei Inseln mit dem Sternbild? Kann das sein? Hoppla. Das war hier oben, ne? Isla Ursa Major. Ah, der Flugplatz war da, glaube ich, ne? Ne, Isla Orion. Wird sogar sein. Isla Cassiopeia. Darf ich da nochmal reingucken? Dann Ichthusk auf jeden Fall auch. Und es war Tingles Insel? Ne, es war dann neben Tingles Insel die Triangelinsel, oder? Die nördliche Triangelinsel tatsächlich. Vielleicht bergen wir die Sachen da. Oder gucken uns die Leuchtzirkel mal an. Wenn das nämlich vor allem auch ein einzelner Leuchtzirkel ist, dann passt das ja ganz gut. Aber meine Freunde, an der Stelle würde ich sagen, wir haben jetzt die Rift-Tour hinter uns. Bevor jetzt die Killer Orlos kommen, gehe ich nochmal zurück. Ich glaube, die kommen hier nicht hin, ne? Na, da hinten, der kommt schon angeflogen, habt ihr gesehen. Und ja. An der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut gerne mal in einer der beiden, ne, Videos oder Playlisten hier rein, die ich euch hier einblende. Und genießt den restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö. Euer Basokasu.